Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen heute die Simpsons, das Spiel. Ja, die Version für die Nintendo Wii ist ja, glaube ich, für mehrere Konsolen entschieden, wenn ich mich nicht ganz, irre. Und, ja, ich freue mich natürlich schon drauf. Es ist ein tolles Spiel, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal gleich und ich als kleiner Simpsons-Fan darf es mir natürlich nicht entgehen lassen, dieses Spiel mit euch zu spielen. Kommen gleich mit einem neuen Spiel. Ja, hier, 00 Spike. Ich habe es mal, Icke. Ich habe es mal versucht, mit Caillou aufzunehmen. Hier, 00 Spike haben wir es genannt. Ist dann allerdings nichts geworden, weil Caillou ja nichts hört, wenn wir zusammen aufnehmen. Und dann ist das natürlich blöd. Und ja, komm, dann überschreib den mal. Und ich nenne mich jetzt halt einfach mal... Ja, wie nenne ich mich denn? Ja, ich... Nein, nicht T... Nein! Ah! Deny, weiter! Drücke A, ich drücke A, so schnell ich kann. Neues Spiel, so. Ja, ich will es wirklich überschreiben. Gut. So, wo ist es? Da. Mann! Meine Güte, die Namenseingabe ist ja schon schlimmer als der Endboss. Die Namenseingabe ist der Endboss. So. So. Spike. Wo ist das K? Da drüben. Da ist das E. Okay, wo ist Ende da unten? So. Speichern erfolgreich. Das ist schön. Schokolade zum halben Preis. Entschuldige, Fatty. Du verputzt gerade unsere Welt. Hey, du bist wie der Hase aus diesem Buch über diese Alice in diesem Wunderland. Wie heißt das noch gleich? Ach ja, Schneewittchen in Blödelstadt. Zu deiner Information. Ich bin der weiße Schokoladenhase. Hey, weiße Schokolade ist gar keine richtige Schokolade. Da ist ja nicht mal Kakao drin. Tja, wenn ich nicht aus richtiger Schokolade bin, kann ich wohl davon ausgehen, dass du mich nicht essen willst. Mmh, weiße Schokolade. Wenn du nicht mal die Einführung schaffst, wird es echt schwierig. Ich kann besser weiße Schokolade nicht leiden. Wer kann die schon leiden? Wer kann überhaupt weiße Schokolade leiden? Ich hasse weiße Schokolade. Ich finde weiße Schokolade ekelhaft. So, das erste, was wir hier machen müssen, ist ganz unbedingt in die Optionen gehen und die Audio-Einstellungen ein bisschen modifizieren, indem wir die Sprachausgabe ein bisschen lauter stellen. Die Musik darf ein bisschen lauter sein. So. Das müsste jetzt so passen. Ich brauche... So. Okay. Okay, besser. Besser so, ja. Was es hierzu zu sagen gibt. Es ist ein grandioses Spiel. Ich liebe es. Ich werde es euch aber jetzt schon sagen, es wird ähnlich sein wie bei Mario Sunshine, nur noch schlimmer. Ich werde teilweise, das kann ich euch jetzt schon garantieren, über dieses Spiel fluchen. Und zwar, wenn man meint, dass Mario Sunshine eine katastrophale Steuerung hat und eine katastrophale Kamera, dann hat man dieses Spiel noch nicht gespielt. Um Gottes Willen, ich glaube, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, von allen Spielen, die ich besitze, hat dieses Spiel die schrecklichste Kamera. Und wahrscheinlich auch die schrecklichste Steuerung. Aber auf jeden Fall macht es dennoch Spaß. Ja, wir können hier rumboxen. Wir können springen, wir können natürlich einen Doppelsprung. Das Übliche eben, klar, man kennt's ja. So, wunderbar, ich sehe jetzt gerade mein Bild, stand kurz still, aber ja, jetzt geht's wieder. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir uns jetzt mal auf die Suche nach dem weißen Schokoladenhasen machen. Wir können mit der Plus-Taste hier übrigens ein bisschen die Kamera ändern, aber nichts Nennenswertes. So.
Ich habe noch nie gesehen, wie sich jemand beim Springen so in die Hose macht. Ja, und hier haben wir... Besser wie der Schokolade nicht leiden. Hier haben wir jetzt die wunderbaren Klischees. Ja, der Doppelsprung. Eins von 31 Klischees. Oh, ein Doppelsprung. Wie originell. Ich finde das herrlich. Ich finde diese Klischees hier drin so herrlich. Man merkt halt, wenn man dieses Spiel spielt, man merkt eins, das Spiel nimmt sich selbst nicht mal für voll. Und sowas liebe ich. Da fehlt noch Schokolade in der Schokolade. Du hast dein Power-Up eingesammelt. Damit füllst du deine Kraftanzeige. Oh yeah, die Kraftanzeige ist das unter Homers Gesicht. Links unten im Bild. So, kurz alles ein bisschen essen. Ich habe eine Gänsehaut. Ich meine Schoko. Jetzt ist es noch nicht so ganz so wichtig. Bewege die Fernbedienung schnell nach vorne, um einen Kraftangriff auszuführen. Will ich jetzt eigentlich gerade nicht machen. Ich hatte was mit Arch. Ja. Nimm das Schokolade. Ich habe eigentlich gerade schnell nach vorne die Fernbedienung, aber... Das könnte ich die ganze Nacht. Ja. Ab und zu mal gehalten. Die ganze Nacht weitergehen. Auf jeden Fall, der Kraftangriff ist ein... Dich nehme ich mir vor. Ist ein Spezialangriff. Den, Homer jetzt zum Beispiel kann. Muffin. Und damit können wir einfach nur höheren Schaden zufügen. Sag ich jetzt einmal. In jeder Episode sind Sammelobjekte versteckt. Wenn du sie alle findest, erhältst du Trophäen. Ist das nicht schön? Ich muss noch ein bisschen schauen, wie das jetzt mit dem Spezialangriff ist. Wer hätte gedacht, dass Schokolade im Mund schwillst? So. Du hast kaputt. Unsere Utopie zerstört. Ich will eure Schokolade. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will euch doch nur essen. Zuckerrausch. Du hast einen Duff-Kronkorken gefunden. Finde alle in einer Episode, um eine Trophäe freizuschalten. Okay. Das bedeutet, 4 Kronkorken gibt es hier noch. Mal schauen, ob wir sie finden. So, immer ein paar Sachen verprügeln, sage ich jetzt mal. Und das einfach mal... alles mitnehmen. Wii-Moment bis festspielen. Das ist ein Minispiel. Schwinge das Nunchuk, um nach dem Essen links vor dir zu greifen. Und die Fernbedienung eben, dass ich das Rechte esse. Tja, das will ich natürlich nicht essen. In dieser Ecke... aus dem Land der Schokolade und dem Berg von Lewis Carroll, hier ist das weiße Kaninchen. Und in der anderen Ecke, aus Springfield, ein wirklicher Fettsack, Homer Simpson. Let's get ready. So, ich glaube, es kommt schon, man sieht schon, worauf es rausläuft. Friss es! Jawohl! Jawohl! Verdammt, ich bin zu langsam! Ich muss schneller sein! Nein! Und auf seine Frau gehört und ernährt sich jetzt gesund! Nein! Das weiße Kaninchen ist ein wahrer Fleischwolf! Verdammt, ich habe die beiden gesunden Sachen gefressen, dadurch habe ich meine Punktzahl wieder auf Null gebracht. Ich Idiot. Naja, vielleicht kann ich ja diesen mal aufholen. Wunderbar. Na komm. Na verdammt! Dieses Gemüse wird wertvolle Kalorien kosten. Der Hase ist voll schnell. Ich werde vorgeführt von einem Hasen. Ah, verdammt nochmal. Scheiß Gemüse. Helfen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Meine Güte, scheiß Gemüse. Homer, du bist kein Vegetarier. Lass es. Hey, ich hab's wieder auf Null geschafft.
bin stolz auf mich. Hey, ich habe 20 Punkte. Hey, ich habe 60 Punkte. Oh, dieses Gemüse wird wertvolle Kalorien kosten. Es ist schlimm mit mir. Schlimm. So, 90 Punkte habe ich immerhin. In der Regel ist es nicht schwer zu gewinnen. Man muss es nur mal hinkriegen. Man muss es nur hinkriegen, dass man nicht die ganze Zeit das gesunde Zeug frisst. So wie ich. Erneut spielen. Ja, bla bla bla. Ja, komm. Ja, bla bla. Das kann ich nicht überspringen. Ja, ich kann es eiskalt nicht überspringen. Hier ist das weiße Kaninchen. Und in der anderen Ecke, aus Springfield, ein wirklicher Fettsack, Homer Simpson. Let's get ready. So. Ah, das fängt ja schon gut an. Boah, jetzt hätte ich fast den Blumenkohl gefressen. Jawohl, fast den Brokkoli gefressen. Oh nein! Seine Frau gehört und ernährt sich jetzt gesund. Okay. Das weiße Kaninchen kann ganz schön zulangen. So. Okay. Erneuter Versuch. Wunderbar. Okay. Jawohl. Es könnte vielleicht Leben retten, aber Gemüse wird nicht dabei helfen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Wunderbar. Das okay. Weiße Kaninchen ist hier mehr als jeder andere. Knappes Rennen gerade, aber ich darf halt jetzt auf gar keinen Fall mehr Gemüse essen, dann könnte ich noch gewinnen. Ich kann das nicht, muss ich zugeben. Man sieht's. Ich kann sowas nicht. Ich und Reaktionen. Ja, komm, jawoll! Friss den Burger! Wunderbar! Wunderbar! Geilo! Der Donut bringt extra viele Punkte. Jawoll! Und ich hab gewonnen! Meine Damen und Herren, der neue Champion im Wettessen! Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Hat das jetzt was gebracht? Nein, hat nichts gebracht. Okay. Gut, dann können wir uns jetzt hier wieder weiter durchprügeln. Normalerweise sollte ich diese Mission schon längst durchhaben. Aber mei. Ist ja auch alles toll gemacht. Zerstöre die Marschbrunnen zu verhindern, dass neue Gegner erscheinen. Finde ich ja irgendwie gemein. Ich muss eine Marschbrunnen zerstören, damit keine neuen Gegner erscheinen. So. Wenn du nicht mal die Einführung schaffst, wird das echt schwierig. Ich kann besser bis der Schokolade nicht leiden. Das Spiel wird so oder so echt schwierig. Das könnte ich die ganze Zum Glück ist das kein Traum. Dank dem Endboss namens Steuerung. So, 2 von 5 Kronkorken haben wir schon mal. Leere Kalorien. Okay. Hey, meine Leiste ist voll. Muffin. Das ist schön. Den nehmen wir mit in den Donut.
Da fehlt noch Schokolade in der Schokolade. Meine Herren, ich hätte dieses Spiel nicht spielen sollen. Ich krieg volle keine Lust auf Schokolade gerade. Ich krieg grad echt Lust auf Schokolade. Das ist schlimm. Hier war ich schon. Ich gehe wieder den Weg zurück, merke ich gerade. Wer hätte gedacht, dass Schokolade im Mund schmilzt? Ich mache nicht jetzt, wenn ich wach bin. Das glaubst du doch selber ich nicht. Ich habe eine Gänsehaut. Ich meine Schokohaut. Und wieder ein Marschbrunnen. Gott, ich hab grad so Lust auf Schokolade, wenn ich das alles sehe. Echt schlimm. Echt schlimm. Naja. Okay, Schokolade. Ich nehme ich mir vor. So, du bist kaputt. Und euch rülpst dich jetzt mal an. Wenn das machen würde. Jetzt hat. Also wirklich, du nervst. Schokolade sollte nicht weghüpfen. Katastrophale Steuerung, aber okay. Hey, blöd, Mann. Dein Unterbewusstsein verspottet dich. So. Das Häschen streicheln. Ich muss halt jetzt hier in dem Let's Play. Muss ich ein bisschen aufpassen mit den Spezialattacken. Weil ich da ein bisschen rumfuchteln muss, damit das Spiel das akzeptiert. Nicht, dass ich dann irgendwie mein Mikrofon umschmeiß. Das will ich ja auch nicht. Oh, da ist ja noch ein Brunnen. Da ist ja noch ein Marschbrunnen, den hatte ich gar nicht gesehen. Jetzt vernasche ich euch. So, hier ist ein Knopf, den können wir drücken. Schalte und Hebel. Was wären Videospiele ohne Schalter und Hebel? Originell. So, wir können hier drüben hin. Das ist jetzt ein kleiner Abstecher. Hier zu einem Duff-Kronkorken. Alle werde ich nicht zeigen, weil ich gar nicht alle weiß. Und... in den späteren Leveln, die sind ja dann größer und dann finde ich da die alle nicht. So, Kamera. So rum. Jawohl. Okay. Was soll das eigentlich sein? Soll das irgendwie ein Burger sein? Nee, ein Burger ist es nicht. Was soll das sein? Soll das Oreo-Kekse sein? Mit irgendeiner Zimtfüllung? Nicht Zimtfüllung, Minzfüllung. Zimt ist ja auch so grün, gell? Ja, ja. Noch eine Karotte. Lass mich nur ein Ohr abbeißen. Das andere überlässt du mir. Judo-Karate. So. Okay. Ich weiß, du kannst ja nicht mal Karamell und Nougat auseinanderhalten. Das wird eine Beisetzung in geschlossener Verpackung. Also ich kann Karamell und Nougat auseinanderhalten. Nougat schmeckt. Wobei Karamell eigentlich auch lecker ist. Okay, er hat sich erledigt. Du stinkst nach Knoblauch und Fisch. Ich esse sogar eure Zuckeraugen. Wobei ich Nougat so fressen kann. Karamell eigentlich weniger. Karamell mag ich am liebsten im Twix. Euch werde ich nach Strich und Faden verspeisen. So, jetzt muss ich das hier so machen, weil ich sonst nichts sehe. Mit der Kamera. Aber hier ist nichts. Okay. Guten Tag. Ich habe noch nie gesehen, wie sich jemand beim Springen so in die Hose macht. Führen Luft die angezeigte Bewegung aus um einen Homer Slam. Bla 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 bla. Einfach mit der Wii Family schütteln. Dann flippen wir so aus. Yay. Können wir hier ein bisschen ausflippen immer? Halt, ich hab's doch gesehen. Ich habe es genau gesehen. Bedeutet, ich habe einen Kronkorken übersehen. Ich träume nicht, ich träume nicht, ich träume nicht. Was? Verdammt! Ich habe bloß geträumt. Wieso ist das Leben so unfair? Ich will doch nur alles wahllos in mich reinschaufeln und zu einer riesigen Kugel werden. Ist das wirklich zu viel verlangt? Ich verfluch dich, Realität!
Ja, aber wirklich, ist das wirklich zu viel verlangt, alles in sich reinzuschaufeln und eine Kugel zu werden? Ja, fast geschafft. Gefundene Klischees haben wir 2 von 2, aber nicht alle Sammelobjekte. Ist ja okay. Und das im ersten Level, oh Gott. Ja, denk dran, setz deinen Partner ein, um Puzzle zu lösen. Ich kann jetzt mit dem C-Knopf Charaktere wechseln. Ich kann jetzt hier Homer spielen, Bart spielen und auch Homer. Mit Bart kann ich eben hier mit der Steinschleuder rumlaufen. Wer zur Hölle bist du? Ich mag übrigens die Küche von den Simpsons. Schaut's mal, die ist voll groß. Kann man voll geil kochen. Da kann man übelst geil kochen. Nur weil es mir egal ist, heißt das nicht... So, wir können hier rüber. Das hier ist die Garage der Simpsons. Hier können wir die ganzen Sammelobjekte anschauen, und zwar hier. Hier die ganzen Bierflaschen halt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Kronkorken oder so, die wir gesammelt haben. Können wir uns da anschauen. So, da will ich noch nicht rein. Ich will euch jetzt nämlich gerade noch das Haus der Simpsons zeigen. Ja, hier ist der Computer. Der Simpsons, der Computer. Hier, das Wohnzimmer, okay. Wo ist der Fernseher? Da ist er. Wie heißt der Fernseher? Der Cannibale heißt er, genau, Cannibale. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde versuchen, es zu versuchen. Das ist doch immerhin schon mal etwas. So, und wir können natürlich noch ins obere Stockwerk. Was mich übrigens die ganze Zeit wundert... Ich entschuldige mich für gar nichts. Es tut mir leid, aber so bin ich eben. Warum ist hier ein Bild von Maggie? In der Serie heißt es, dass alle Bilder von Maggie an Homers Arbeitsplatz sind. Aber gut, das Spiel, die Simpsons widersprechen sich eh in jeder Folge. Als für Klebetattoos. The Doors. Überall Türen, die einfach nicht aufgehen. Hört sich spaßig an. Find ich auch. Ja, hier haben wir Lisas Zimmer. Hier können wir ihre Sammlungen anschauen. Ist wie ein Rätsel, das in einer Weste steckt. Was war das jetzt nochmal? Das ist wahrscheinlich auch nur das... Ja, es sind nur die Puppen. Okay. Und natürlich können wir auch im Barts Zimmer... Irgendwo habe ich gelesen, dass Kühe gern geschlachtet werden. Und wo war es bei ihm? Ah, hier war es hier. Bei ihm war es hier mit seinem... Mit seinen Sammelobjekten. Da ist ein riesiges Krusty-Poster. Ganz schön aufgeräumt, sein Zimmer. Der erste Schritt zum Versagen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir haben uns jetzt das Haus der Simpsons ein bisschen angeschaut. Und im nächsten Part werden wir mal hier die nächste Mission annehmen oder die nächste Episode starten und diesen Lichtstrahl hier betreten. Kanal verwandelt, sodass ich es gar nicht bemerkt habe. Ist gut, Marge. Ist gut. Also gut, Leute, das war dann Let's Play The Simpsons, das Spiel für heute. Ich danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.